So, meine lieben Kinderchen, hallo und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu bei Randall Monday auf den Dienstag. Ich hatte vorher keine Zeit gehabt, das weiter rauszubringen und muss ja irgendwie weitergehen. Jetzt sind wir hier an einem Scheideweg. Wir wollen zurück in unser Apartment, um was zu suchen, was wir verticken können für Kohle, damit wir Miete zahlen können. Das Problem ist, der Vermieter steht immer noch vor der Tür. Wie verdammt nochmal kommen wir jetzt in unser Apartment, beziehungsweise in unsere WG? Also, Leute, los geht's. Ich bin gespannt. Ja, auch wahrscheinlich, ne? So, ich habe eine kleine Idee. Und zwar, wir gehen noch mal ganz kurz zu den Knilch hier vorne um die Ecke. Den hatten wir nur vollgesülzt. Guck mal, mit dem Penner können wir nicht reden. Mit denen wollen wir erst gar nicht reden. Die Tauben, ey. Ich denke immer, ich habe eine Darmverstimmung, wenn ich Tauben höre. Guck mal, er sieht aber auch echt traurig aus, der Kollege, ne? Vertreter. Sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir, was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Oh, aufgelegt. Okay. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Ach, hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Bis deswegen jetzt. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken. Ja, sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Das ist schlecht, ja. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig. Und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Das ist wirklich lange her. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch. Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. Das sehe ich so mindestens genauso. So ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme ja gelöst. Ich kenne das zufällig ein. Zumindest erstmal. Alter, ich würde dir ja gerne helfen, aber mein letztes Essen war am 7 Tage alte Pizza. Wow, lecker. Wenn noch jemanden mit viel Kohle suchst und wenig Kopf suchst, nimm meinen Vermieter, der halt. Ja, genau, den nehmen wir gleich direkt. Wenn du noch jemanden mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm es nicht zu wörtlich. Nein, falschfressende Morlocks. Ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für 3 Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine haarigen Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Okay. Ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh, und ruf nicht bei Vollmond an. Es könnte echt schief gehen. Ja, bei den haarigen Schultern weiß man es gleich nicht. An. Ja. Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand. Besorgt ihr einen vernünftigen Job, Drecksack. Oh, aufgelegt. Ich hab's wieder verbockt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ach, komm schon. Nicht aufgeben, versuch's nochmal. Ich habe es dir ja gesagt. Er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger alter Mann. Komm, lass mich mal. Das komm, ist gut. Lass mich mal. Im Ernst? Ja. Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach üben. So wie dich. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy, du hast nichts zu verlieren. Oh, auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Okay, dann ruf ich mal. Showtime. Hallo?
Guten Morgen, Sir. Wären Sie an den Kauf eines neuen Wondermatic-Produkts interessiert? Hallo, Marconi. Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit veralteten Technik produziert wurde? Es ist wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Oh, komm, das lassen wir machen. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Ja, hier ist Hicks. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na, was sagen Sie jetzt? Comprende? Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Du verdammter Bastard. Findest du das etwa lustig jetzt? Hm. Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Bist du wirklich, du kommst mit dieser Einstellung weiter? Du widerst mich an, Ex. Du widerst mich an. Du bist nichts weiter als ein Abstoßender. Komm, wir geben dir einfach das Handy zurück. Das hat, glaube ich, schon gereicht. Okay, also ihr redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne, ja. Ich, was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Okay, jetzt Gas geben. Aha. Ich verstehe. Aha. Ich verstehe. Ich verstehe. Sicher? Ich verstehe. Okay, komm. Aha. Ich verstehe. Sicher. Cool. Ey, nicht zum Fremden. Nein, wir wollen in unser Paten rein. Okay, jetzt gucken wir mal. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden. Und wir sind drin. Jetzt ist es auch noch wichtig, wieder rauszukommen. So, pass auf, lass uns mal kurz in unser Zimmer checken, was wir hier so finden könnten. Ich habe da schon eine gewisse Idee. Wir hatten noch den Gerümpel mit allen Sachen, wie Gameboy hier, der Automat wäre geil. Bin doch nicht irre. Ich hab das Spielen vor Jahren. Nee, du sollst es verkaufen, du. Hier hab ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Na komm, dann über das Thema Karriererennbahn und alles. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Mist nochmal was anfangen kann. Okay, aber jetzt haben wir es ja, ne? Sollen wir gucken, was haben wir noch so Feines hier? Die Socken will er nicht haben, das Radiowecker brauchen wir müssen früh aufstehen, das ist überbewertet. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Verkaufen, du hohle Nuss. So, ich glaube, die Poster, die will er wohl nicht verticken. Ich nehme die scheiß Poster. Ja, Schnauze. So. Da? Das gefällt mir ganz gut. Okay. Das gefällt mir ganz gut. Das finde ich schön. Mal gucken, ob wir noch was im Wohnzimmer irgendwie haben. Ja, hey, klar. Warte mal, hier den Star Wars Helm hier vorne. Nichts Nützliches. Hallo, jeder Sammler wird das haben wollen, das Ei. Nichts Nützliches. Der Roboter Toaster. Nichts Nützliches. Deine Mutter ist nicht nützlich, Randall. So, was haben wir noch so? Die Couch. Jetzt gerade nicht. Okay, dann nicht. Haben wir hier noch was? Die Mikrowelle? Hier, was ist da denn los? Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Okay, ich denke mal, wir haben dann auch alles. Warte mal, lass mal hier nochmal ganz kurz den... Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Okay, und ich denke, mein Badezimmer werden wir nichts mehr finden, ne? Was wir verticken können, außer vielleicht schlechten Shampoo oder so. Okay, ne. Okay, dann lass uns mal wieder rausgehen. Dann gehen wir jetzt zum Händler. Hoffentlich steht der Typ da jetzt nicht vor der Tür wieder. Wirklich? Und wenn ich das Deluxe-Set jetzt gleich bestelle, legen Sie noch eine elektrische Zahnbürste oben drauf, oder? Klingt gut. Okay, hören Sie zu. Wenn ich das Basisset auch noch nehme, bekomme ich doch sicher einen Rabatt. Geil, geil. Ach, je zwei Leben gerettet an einem Tag. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben. Nein, nein, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir.
Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Ja. Das Letztere ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Dann los. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Aber warum lass das denn? Wir können doch saufen. Etwas geben. Ja. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Gib mir dein Handy. Wenn es was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl, ist es Gift? Oh, 5 Vermieter. Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann will ich's eher nicht. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier, vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay. Oh, ein Hammer. Hammer. Ich habe meine gute Tat für heute getan. Außerdem glaube ich nicht, dass er mir noch mehr gibt. Okay. Ein Hammer ist immer nützlich, definitiv. So, denn ab. Los geht's. Zum Pfandler. Guck mal, der Typ ist jetzt mittlerweile wieder weg. Okay. Wir können jetzt den ganzen Tag damit rumeiern. Ist das nicht genial? Und da wären wir. Da wären wir hier. Fussel. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Bestimmt reicht das niemals. Das reicht gerade mal zum Saufen oder so. Ich weiß nicht. Hier allein schon dieser Gandalf hier vorne, ne? Das ist der Hammer. Auf dem als Straßenschild. Du kannst nicht vorbei! Steht hier tatsächlich. Als Straßenschild? Finde ich gut. So als hier, ne? Einbahnstraße, Durchfahren verboten, ja. Der Typ steht sicher, dass du kein Ticket willst? Absolut. Bring mir einfach was von dem Trödel mit, über den wir geredet haben. Okay. Vorher brauchst du nicht wieder ankommen. Zeit ist. Wo ist denn mein Chat hier, den ich hier habe? Wo ist das alles hin? Da, die zweite Seite schon. Okay, wir kaufen unseren Raum. Was ist das denn? Eine Metrobahn? Ach so, ja, die Metro-Ticket. Hier, Diggi. Da hätten wir es. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Okay. Soll ich mitschauen? Irgendwie hängt das Spiel gerade, hä? Huh? Ah, das Spiel hat sich aufgebummelt. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich ein Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Poolmatch in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sag ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf den Billardtisch entschärfen. Das ist echt das, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Oh, scheiße. Diese Konsole ist so gut wie neu. Klar. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert. Aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht, alle Fragen sind auf koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für 3 Tage aus wie der Indianer aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Okay. So, weiter geht's. Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon 9. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Okay, mehr haben wir nicht, ne?
Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich doch diesen scheiß Ring kaufen. Verkaufen müssen. Kein Ass mehr am Arme? Hab ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser. Ich glaube, im Endeffekt verkaufen wir diesen Ring, ne? Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war's dran, Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst eine Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als eine Menge geben. Okay. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet habe? Siehste? Du hast's gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. So, das reicht ja wohl ja nicht, ne? So ein Scheiß. Ja, was machen wir jetzt? Ich will mein Scheißgeld! Und ich will es jetzt! Das ist zu krass. Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wäre am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Na, da ist wieder was dran. Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden. Oder ich schwöre bei Lucifer, ich mach dir das Leben zur Hölle. Geil, hier vom Schrotschröderhelm da. Der Schröder, wie heißt er nochmal? Schredder. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Schnauze, du Weichei! Die Erwachsenen unterhalten sich. Und wenn du es magst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieß ich dich auf wie ein verdammtes Fleischbällchen. Oh, Himmel! Der Bastard hat eine Mistgabel und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ja, natürlich. Ich verlange ein Flammenschwert. Jetzt beruhigt euch, es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rosten, du dreckige Made. Verdammte Scheiße, der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring, ist schon okay, hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld. Da hat er aber recht, ne? Außerdem weiß Matt auch gar nicht, dass wir den Ring haben. Dann mach ich's. Dann sollten wir es einfach mal wagen. Ja, wie gesagt, Matt weiß es nicht. Der Teufel hat recht. Scheiße, wir verkaufen. Bist du einer von diesen Leuten, die, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, kleine Schulterteufel und Engel sehen? Ja. Bingo! Und ich mache genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Ja, das kann man mal machen. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt. Aber verkauf die Lavalampe auch und den Gameboy. Also zurück zum Geschäft, ja. Schön, dass du es dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Sichi Digi. Die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Na, dann zahl die obszöne Summe. Was hält dich auf? Bitteschön. Ja, cool. Wir können die Miete zahlen. Wow, die ist aber wirklich obszöne Summe. Wow, jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen, Kleiner. Nur einen. Mein Schatz. Ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, naja, wir sehen uns. Okay. Okay. Dann zahlen wir jetzt mal unsere Miete. Na komm, geh raus aus dem Scheißshoppen hier. Wir haben Mist gebaut. Uah, du geh da rein raus! Diese Bewegungsbehinderung war nun die Rache des Schicksals, weil er den Ring seines besten Freundes verkauft hat. Oh, guck mal, da gewinnt er wieder. Ich hab deinen ganzen Mist. Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Geil. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Hallo? Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause, also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Was denn? Sally, was ist los? Randall! Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Was ist denn mit Matt? Sally, komm schon! Du machst mir Angst! Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen! Jetzt! Aber was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall,
Ich will das nicht im Telefon erzählen. Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen. Verdammt! Toll. Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Ist das jetzt so? Müssen wir da wirklich... Ich würde am liebsten erstmal meine Miete zahlen, ey. Da wohnt Matt, Randall. Ich muss zu Matts Wohnung. Sam war wirklich in Sorge. Okay. So, meine lieben Kinderchen. Und wie das mal so ist, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir werden erfahren, was in der nächsten Folge passiert. Eben halt in der nächsten Folge. Also, reingehauen. Rötzchen aufs, Küssen aufs Nüsschen. Bis nächstes Mal. Ach du Scheiße. Wow, was für eine Party. Warte. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich komme so nicht zu Metz Wohnung. Alles ist abgesperrt. Okay, bis nächstes Mal und ciao, Freunde.